Hallo Leute, ja, der Zug, den haben wir letztes Mal geupdatet und der war der kleine blaue Balken ein bisschen größer. In dieser Folge wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht einen weiteren Monat haben, wo wir dann sehen, dass es noch besser geworden ist. Alles das nach dem Logo auf dem Großbildschirm. Müssen wir nur den Zug finden, ne? Ist er das? Ja, das ist er. Finanzen. Na, der Balken ist erst da unten, aber der Monat ist glaube ich auch noch nicht rum, ne? Wo war denn hier die Zeit da unten? 25, 6, 7. Okay. Ach, das ist jahreweise wahrscheinlich. Okay, dann werden wir da noch ein bisschen für brauchen, bis das ist. Okay, egal, wir machen erstmal noch was anderes oder wir überlegen, ob wir vielleicht, das war ja auch noch nicht so ganz klar. Wir sind bis hierhin mit dem Zug, ne? Fahren wir noch weiter? Das ist die Frage, ne? Nach Bofzen vielleicht rein. Fahren denn hier Züge? Linie 8, Linie 8 geht darüber. Cargo 65 von 156. Wäre also überlegenswert, ob der da hinfährt oder nicht, ne? Oder er fährt nach Leitzgau. Dann müssten wir die Linie hier so rüberziehen. Hier haben wir keinen Anschluss, wir können aber hier rüber fahren. Ne? Personenbahnhof haben wir und wir können hier am Berg schön lang. Dann hier rüber und da lang. Wäre eine Überlegung wert, oder? Hier haben wir irgendwie eine Straße schon gebaut. Die würde dann abgerissen werden. Machen wir aber, oder? Vielleicht machen wir den hier so lang, oder? Weil da ist ein Hügel. Da wird ein Tunnel gebaut, wenn ich da lang gehe. Machen wir so und dann so. Oh, das ist aber hoch. So hoch will ich doch gar nicht. Wieso geht das da so hoch dann? Und da geht nicht. Okay. Will er da nicht rüber? Geht das so? Wenn die Schiffe darunter herpassen? Das machen wir noch nicht so. So sieht es so aus, als ob es was Passendes sein könnte, oder? Und ich würde mal was Modernes machen wollen, so schick, oder? So sieht schick aus, machen wir so. Und dann müssen wir von hier aus noch hier so rüber, ne? Oder wird die Brücke verlängert? Ne, das wollen wir dann nicht. Ich mach es so. Hier wird es tiefer, okay.
Aber ich glaube, wir müssen sowieso durch den Berg durch, ne? Stoppt das die ganze Zeit noch ein Tunnel oder was? Das wollen wir nicht. Tatsächlich, das ist ein Tunnel. Nee, 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 das ist ja doof. Dann reiß den mal ab hier. Hier ist was falsch gelaufen. So, nochmal das Ganze. Okay, das ist zu steil, das heißt, wir müssen so bleiben. Oh, letzten Schritt zurück, oder? So, jetzt noch mal. Okay, haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir noch mal korrigieren. Da geht es jetzt auch mit dem Anlegen, ne? So sieht's aus. So passt's. Passt auch. Passt nicht. Diese Weichen noch umändern. Kreuzweiche.
So, der kann da lang, aber der kann nicht nach da rüber. Das heißt, wir müssen hier noch eine Kreuzung machen. So ist auch gut. Dann sollte das eigentlich funktionieren jetzt hier, oder? So, und dann kann der Zug ja komplett durchfahren, ne? Bis nach da hinten. Haben wir hier noch einen falschen Fehler gemacht? Ne, ne? So machen wir noch. Können wir noch ein Signal setzen? Passt. So, und jetzt muss der Zug nur dann dahin hin noch fahren. Das heißt, die Linie verlängern. Das ist die Linie 43. Linie verwalten. Kittelmaß Mühle. Und dann Halt hinzufügen. Gucken wir mal. Ja, das hat nicht geklappt. Lightscore und dann wieder Kittelmaß Mühle. Und jetzt passt es. So sollte es richtig sein, ne? Fahrzeuge verwalten. Den wollte ich mal verfolgen gerade. Da. Schicker Zug hält jetzt hier an. 35 Passagiere sind da drinne. Jetzt fährt er weiter mit 46 Passagieren. Schnell sind wir, okay. Hundertsiebzehn, 130 fährt er, 200 kann er, ne? Ah, jetzt kriegt er auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, 150. Jetzt ist schon der nächste Halt da. Oh, 26 eingestiegen. Und die fahren jetzt nicht, doch, die fahren jetzt nach Lightscore als nächstes. 'Fahren wir hier über die schicke Brücke. Schiff ist da unten runter hergefahren, also geht das. 130, 140, 150. Hier wird er langsamer, als Berg hoch geht, oder? Okay. Könnte schneller sein, ne? Jetzt fährt er schneller, jetzt wieder langsamer. 4,4 Millionen Miese, das ist natürlich nicht so gut, ne? Aber wir haben 208 plus. Sieht erstmal gut aus. So, jetzt ist er auf der alten Strecke. Und kommt in den Bahnhof an, wo er 26 Passagiere lässt. Und der ist so lang, der Zug. Ladegeschwindigkeit war schlecht, aber er hat 57 Passagiere aufgenommen, doppelt so viel wie eben. Ja, läuft erstmal, oder? Fährt er durch, ja, ne, oder? Ja. So, jetzt müsste er ja gleich, wenn es hier durch den Wald ist, wieder schneller werden. Weil da ging es bergab nach dem Wald. Hier, jetzt müsste er Gas machen eigentlich, oder? Okay, 100.
130, 100. Nein, das schafft er nicht. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, dass er schneller fährt. Also 150 war, glaube ich, das Schnellste, was ich gesehen habe. Hätte er gerade gehabt, 151 war es vielleicht noch, ne? So, neuer Bahnhof. Ein Mannequin steht da nur. Aber 64 sind drin. Und da steht immer noch ein Mannequin da. Die wollen wohl woanders hin. 4,4 Millionen ist halt immer noch miese da. Ah, jetzt 3,8. Ich bin gespannt. Hundert 160 fährt er hier. 164 war das Schnellste, was ich gerade gesehen habe, glaube. Hier muss er das Gleis wechseln, um da in den Bahnhof zu fahren. Die 64 Passagiere angekommen. Nur 14 fahren weiter. Ist nicht so dolle, ne? Jetzt haben wir noch einen Halt, glaube ich, oder? Hundertfünfzig. Jetzt hält er. Hier geht's wohl. Oh, jetzt muss er anhalten. Gegenverkehr. Warte auf freie Wege. Das ist natürlich schlecht. Na, da kommt er. Müssen wir nochmal Signale setzen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Hier müssen noch besser Signale gesetzt werden. Und ich glaube, danach ist die Geschwindigkeit der Strecke ziemlich langsam hier. Das müssen wir noch aufbessern. Glaube ich. So, war das der letzte Halt dann? Ja, das war der letzte Halt. Okay, wir behalten das demnächst im Auge und ja, sind jetzt erstmal zufrieden, denke ich, oder? Gut, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf meinem Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.